Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Kordel herstellt. Denn jeder, der den Pullover nachmacht, bräuchte eigentlich eine Kordel, die ich dann für unter der Brust zum Einfädeln. Dazu nehmen wir ein Band, also besser gesagt die Wolle. Ich habe hier mal schon mal zwei Fäden aufeinander laufen lassen. Und wir drehen immer in eine Richtung, halten die andere Seite fest. Ihr könnt das gerne an einem Türgriff machen. Ihr müsst nur gucken, dass ihr weit genug voneinander weg seid, weil beim Eindrehen geht ihr, wenn ihr es richtig macht, mindestens einen Meter von der Länge, die ihr da gerade angeschlagen habt, zurück. Das heißt, es wird einen Meter kürzer, denkt da dran. Und danach, am besten macht sich sowas natürlich zu zweit. Ich zeige das hier nur mal auf dem kurzen Ende. Und wenn ihr genug gedreht habt, dann seht ihr, rollt sich das schon von ganz alleine ein. Und somit könnt ihr eine super Kordel herstellen. Dann nur einfach abschneiden, am Anfang und am Ende einen Knoten und die anderen öffnen. So wie wir das jetzt wie ich das jetzt hier im Pulli gemacht habe, einfach nur nochmal aufmachen. Ich habe sie nicht ganz so dick gemacht, das wollte ich nicht. Aber es kommt auch immer einfach nur einen Knoten. Und mache dann schneide dann die Spitzen ab, ne? Dass das so ein bisschen fuselig rauskommt. Genau. Ne? Das ist einfach wichtig. Und je mehr man das dreht, je feiner wird die Kordel. Ihr seht schon, die ist ganz fein geworden, so wie ich sie eigentlich haben wollte. Nicht ganz so dick. Aber es kommt halt immer auf die Wolle drauf an, was ihr benutzt. Ne? So lassen sich auch toll im Prinzip Henkel für Taschen machen, weil hier gibt nichts nach. Mhm. Die sind fest, da kann man seine Länge ganz genau bestimmen. Das hätte man auch an die Tasche machen können, zum Beispiel, oder auch an andere Taschen. Da lassen wir uns vielleicht nochmal was mit einfallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.